Ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Enshrouded. Alter, ich bin schon wieder verletzt. Warum bin ich schon wieder verletzt? Egal, ich kann mir auch gerade keine Dinger herstellen. Keine Bandagen. Egal, ich muss gestehen, ich habe ein bisschen Offstream bzw. Off Video, wie auch immer man das nennt. Also ich habe ein bisschen ohne euch gespielt, beziehungsweise aber keine Story, ja, sage ich schon vorher, sondern ich habe mich ein bisschen mit dem Bausystem auseinandergesetzt, habe ein bisschen an meiner Base weitergebaut. Nicht viel, auch nicht dolle und auch nicht lange, aber ich zeige euch jetzt erstmal so ein bisschen meine Bude nochmal und dann machen wir mit der Story weiter. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Teil damit. Let's go. Also erstmal, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon hatte, aber ich habe hier ein Fundament drumherum gezogen. Ja, und habe so ein bisschen das mit dieser Ummauerung, mit dieser Verstärkung, habe ich so ein bisschen durchgezogen auf jeder Seite. Und ich habe das Dach ein bisschen verlängert. So, das war es erstmal was ich am Haus außen gemacht habe. Ich habe vielleicht hier noch eine kleine Kiste hingesetzt, damit ich Metallsachen hier gleich habe und so. Gucken wir uns das ganze Ding mal von innen an. Das Erste, was auffällt, ich habe hier eine Wand reingezogen, um so ein bisschen den Eingangsbereich, den Crafting-Bereich vom Wohnbereich zu trennen. Und ich habe einen Keller gebaut. Ich weiß noch nicht, was ich mit dem Keller mache. Er ist schön groß, aber sowas geht natürlich auch. Ganz easy sogar eigentlich. Finde ich ganz cool. Alter, ich mache mir mal ganz kurz Bandagen, weil das geht mir jetzt gerade tierisch auf den Sack. Haben wir genug Garn, um Bandagen zu machen? Eine kann ich machen. So, jetzt klopft mein Herz wenigstens nicht die ganze Zeit, weil ich lost bin und wenig Leben habe. So, wir gucken mal. So, das ist der Wohnbereich. Habe ich auch ein bisschen hübsch gemacht. Mit einem kleinen Tisch, zwei Hockern, einer kleinen Kerze und ein bisschen was zu trinken, zu essen. Also beziehungsweise so Holzgeschirr habe ich da drauf gestellt. Hier habe ich eine kleine Kiste. Hier sind nur Sachen drin, die ich verbraten kann. Also Lebensmittel. Hier direkt neben der Kochstelle. Ich habe mir das bessere Bett gebaut. Wir hatten ja vorher nur so eine Matratze, jetzt haben wir ein schönes Bett. Ein Fenster dahinter, da kann ich immer gucken, ist es jetzt schon morgen oder nicht. Aber ich habe auch herausgefunden, wie man merkt, dass morgen ist. Aber das zeige ich euch, wenn wir schlafen. So, und hier habe ich natürlich so einen kleinen Nachttisch hingestellt. Also alles ein bisschen gemütlich gemacht, um für die nächsten Missionen perfekt ausgerüstet zu sein, würde ich mal sagen. Ne? So. So, und es ist alles repariert und wir könnten los. Wir könnten wir müssen ja jetzt irgendwie zu der Warte. Da waren wir schon mal, so in der Nähe zum Beispiel. In der Nähe. Und da müssen wir jetzt da oben hin. Gut. Also wir gehen einmal über die Brücke und dann gucken wir mal. Wir haben ja jetzt diesen komischen Enterhaken. Den habe ich auch gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon im Video gemacht habe. Oder offstream. So. Wolf wird natürlich besiegt. Easy peasy. Und mit diesem Enterhaken kommen wir natürlich sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht über die Brücke. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe ja diese Enterhaken. Enterpunkte gesehen. Wie auch immer man das nennt, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Ja, guck mal. Easy peasy, oder? So, müssen wir noch gucken. Ich glaube, hier drüben waren irgendwo Fallen, ne? Hier müssen wir ein bisschen drüber balancieren. Oh, hier gibt's Loot. Schön, Metallschrott. Gefällt mir. Ah ja, da oben ist der Point. Hier sind die Fallen. Da vorne ist noch ein Gegner, ne? Der Gegner jetzt hin. Hallo?
Easy. So, das ist anscheinend die Warte und da müssen wir jetzt hoch. Ich gehe mal hier drüben lang, weil da sieht es nicht so aus, als ob wir da rankommen. Und natürlich ist hier gleich wieder ein Gegnerlager. Aber kein Problem, wir sind ja krasse Motherfucker. Beziehungsweise hier ist gar kein Gegner. Da drüben ist ein Gegner. Easy hoch. Ja, Metallschrott ist doch wieder am Start. Und den können wir ganz easy von oben besiegen. Top. Der konnte nix. Bin auch mittlerweile ein richtiger Fan vom Zauberstab, ne? Also von dem anderen weiß ich immer noch nicht, wie ich da Munition kriegen soll. Vielleicht könnt ihr, vielleicht habt ihr Ahnung, könnt mir das sagen. Vielleicht einer, der die Folgen schaut. Das wäre nice, wenn ihr mir sagen könntet, wie die Munition für diesen Zauberstab aussieht. Warte mal, ich zeig euch mal. Das ist mein aktueller Zauberstab, den ich habe, ne? Und da habe ich halt keine Munition für. Was? Wie sieht das aus? Wo kriege ich es her? Wahrscheinlich jetzt hier aus der Truhe. Nee, aber ist auf jeden Fall noch ein anderer Zauberstab drin. Lol. Ich glaube aber, das ist der, den ich schon hab, ne? Hirte des Donners? Hirtenstab. Nee. Und diese Dinger muss man immer lesen, beziehungsweise, also nicht lesen, ne? Das fangen wir jetzt hier gar nicht erst an. Das mache ich in Mad Eagle Dynasty, aber hier nicht. Oder selten. Auf jeden Fall nicht diese Briefe. Aber die sollte man so lesen, also anklicken, ne? Weil die Points of Interest auf der Karte erschaffen, zu denen man dann hingehen kann. Ja. Das Ding hier gibt 100%ig Metallschrott. Muss ich nur abbauen. Und es gab einfach nichts. Schön. Auch nicht schlecht. Dachte, jetzt kriege ich da Metallschrott raus? Nö. Naja. Ich habe schon wieder wenig live, aber ich weiß nicht woher. Lebensmittelvergiftung. Weil ich wieder roh essen musste. Aber ich kann mir vielleicht Bandagen herstellen. Stück. Easy. Und hier geht's, glaube ich, hoch zur Warte. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich frage mich halt immer noch, was ich mit diesem... Also da, klar, da kriegen wir Feuerstein raus, aber... Aber das sieht halt so aus wie Metall. Aber ich glaube, wir kriegen wirklich nur Metallschrott, indem wir irgendwelche Idioten töten. Was ist das hier? Gibt's hier Loot? Nö. Schade. Vorne gibt's wieder was zu lesen. Und was zu looten. Entschuldigung. Alter, heute ist wirklich... Heute habe ich einen krassen Frosch im Hals. Ist auch so, wenn man morgens so, dann duschen geht, frühstücken und so, und dann sagt man sich, jetzt nehme ich eine Folge auf, dann hat man ja im Regelfall noch gar nicht gesprochen. Und wenn man dann zum ersten Mal spricht hier für die Aufnahme, dann merkt man, wie viel Schleim
Mann im Hals hat. Was ist das hier? Mais. Achso, Maiskolben. Stimmt, hatte ich auch schon mal geerntet. So. Und hier sollen wir jetzt rein. Die Warte der Hochweiden erreicht. Mhm. Was gibt's hier drin? Gibt's hier Gegner? Bis jetzt noch nicht, ne? Also hier kann ich, hier kann ich mich wiederbeleben. Aber es gibt hier auch keinen Loot, ne? Das ist schade. Doch, Salz. Aha. Und hier ist Wachs drin gewesen. Also die Dinger lohnen sich tatsächlich. Bisschen Wachs und Salz. Schön. Und das hier sollen wir jetzt aktivieren. Okay. Der hat uns jetzt nach oben geportet, oder was? Oder wie? Sieht so aus, ne? Gibt's hier Gegner? Ein Wasser war da drin. Manche Türen sind versiegelt. Betätige den richtigen Schalter, um sie zu öffnen. Ah ja. Okay. Alter, hier liegen Metallplatten rum. Also es lohnt sich, wirklich hier mal wirklich durchzugucken, ob hier irgendwas rumliegt. Metallplatten sind natürlich mega. Waldlangbogen haben wir schon. Aber gibt es hier noch mehr? Nee. War nur die Kiste zum Looten, ne? Miasma Überlebensdrang. Okay, hier ist so ein Nippel für, wir müssen den Nippel durch die Lasche ziehen. Ach so, warte mal. Kann das sein, dass wir jetzt hier mit dem Schalter hier unten... Mit welchem Schalter machen wir das da drüben auf? Jetzt schon überfragt. Geil. Ach so. Brauchen wir gar keinen Schalter für. Lol, na sag doch das. Was können wir hier machen? Erstmal gibt's hier Knochenmehl. Spektralschild beim Schmied. Spektralschild. Ja. Wenn das das ist, was ich vermute, ist, glaube ich, für mich als Zauberer, als Magier ganz gut. Der Haken ist wirklich geil. Hier können wir jetzt das wieder verwenden und wahrscheinlich noch eine Ebene höher. Knochenmehl. Also irgendwie müssten wir anscheinend auch Knochen malen können. Gehe ich jetzt hier runter oder gehe ich hier lang? Ich glaube, ich gehe erstmal runter. Gucken, was da ist. Ja, hier ist auf jeden Fall eine Truhe. Schön. Was ist da drin? Eisbolzen. Aha. Ist das die Munition? Ist das die Munition für unseren Zauberstab? Das sieht mir ja fast danach aus. Eisbolzen. Ja. Das ist es tatsächlich. Okay. Aber werden wir jetzt nicht verschwenden. Die heben wir uns auf, wenn hier wirklich was Großes kommt. Ist aber auch hier verzwickt, ne? Und kompliziert. Ich will auch nichts verpassen. Mana-Trank. Hier kommen wir nur rein, wenn wir... Wenn wir den Schalter betätigen, okay. Also müssen wir hier hochklettern. Oder da lang. Kletter erstmal hier hoch. Mal sehen, wo es hier lang geht. Hier kommen wir auch nur mit dem Aktivieren von dem Schalter rein. Einige Schalter sind möglicherweise unerreichbar. Schießen mit einem Pfeil auf sie. Naja.
Ein Beil. Okay. Nein! Oh, nicht dumm. Muss man sich auch krass umgucken, ne? Wo könnte hier ein Schalter sein? Warte mal, war der Schalter vielleicht für beide Türen? Ja. Also hier kam ich raus und da unten geht's weiter, verstehe. Gut, 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 gut. Okay. Easy peasy. Naja, aber einmal hat's mich erwischt. Einmal hat's mich erwischt. Okay, hier müssen wir drüber. Dann kommen wir zu dem Point da hinten. Und hier ist eine Kiste. Und hier sind nochmal Eisbolzen. Schön. Okay, wir müssen noch einen zweiten Schalter betätigen. Hier leuchtet erst einer. Du kannst einen Sprintsport verwenden, um mehr Distanz zu überbrücken. Okay. Ach, da muss man hin. Naja, verstehe. Verstehe. Das ist der zweite Schalter. Wahrscheinlich öffnet der jetzt eine Truhe. Ja. Alchemistenring. Mana-Punkte, Ausdauer-Punkte, Lebenspunkte. Easy peasy. Den rüsten wir doch gleich mal aus. Der Alchemistenring. Schön. Ist auch viel größer. Okay. Wir haben auch schon wieder komplett verdichtetes Inventar, ne? Passt nichts mehr rein. Bin in die Suppe reingefallen. So, hier ist noch eine Truhe. Rucksack ist voll. Ich wusste es doch. Wir werfen mal die Erde raus. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Und wir stellen mal aus den Pflanzenfasern Garn her. Sind wir jetzt schon ganz oben? Sieht ja fast danach aus, ne? Mit der Flamme kommunizieren. Diese Warten öffnen Schnellreisepunkte auf der ganzen Welt und offenbaren das Wissen der Erbauer über Glutal. Wage dich hinaus, das Land muss zurückerobert werden. Okay. Einfach mal Metallplatten in diesen Dingern drin. Also es lohnt sich wirklich tatsächlich richtig hier mal nachzuschauen. Hier kommen wir wieder runter wahrscheinlich. Nee, hier sind wir ja hergekommen. Okay. Gibt's einen Elixierbrunnen? Okay. Aber ich gehe erstmal zurück. Muss nämlich mein ganzes Zeug wieder loswerden. Unsere Flamme kommunizieren in den Gewölben der Bauerhallen. Was? Der Bauerhallen stimmen wieder. Die durch das Miasma zum Schweigen gebracht wurden. In den Gewölben der Bauerhallen stimmen wieder. Ach so. Ja. Doch einige Funken flackern noch in der Dunkelheit. Eine Jägerin, einst die stärkste im Land, und ein Alchemist mit dem Wissen der Zeitalter. Erwecke sie, dann werden sie dir auf deiner Reise helfen. Zwei Marker hinzugefügt. Ja, nice. Er will auch wieder mit mir sprechen. Lass uns deine bevorzugte Waffe mit einem Teil der Ausrüstung verbessern, die du gesammelt hast. Zuerst müssen wir eine Waffe oder zwei zerlegen. Hab jetzt bloß keine Angst, dir die Hände schmutzig zu machen. Okay. Sachen zerlegen. Warte mal. Zerlegen 9. Da kriege ich Runen raus. Ach so. Okay. Und wie verbessere ich dann meine Waffe? Erstmal muss ich reparieren den Bums hier. Also, was ich am Anfang bei Enshrouded komisch fand, ist, wann wird es denn morgen?
Und wie lange muss ich denn schlafen? Weil da immer stand der Nachtgeschwindigkeit mal 60 oder so. Also wenn ihr euch schlafen legt, ja, kleiner Tipp von mir, steht da oben, Nachtgeschwindigkeit 60. Und genau dann, wenn euer Charakter nicht mehr auf der Seite liegt, sondern so da liegt, ne, mit Armen so nach oben, dann ist es morgen. Dann könnt ihr nämlich aufstehen und dann ist es draußen einfach hell. Also kleiner Tipp von mir, wenn euer Charakter sich anders hinlegt, wenn er die Liegeposition verändert, in die entspannte, ich lieg einfach so auf dem Bett und chill ein bisschen Position, dann ist morgen. Habe ja noch ein paar Waffen, die ich wirklich, also wo ich wirklich sage, die könnte ich zerlegen. Hier eine, so eine Henkers-Axt hier oder so. Ich werde aber mal ganz kurz schnell, warte mal, die kann ich auch zerlegen. Ist das Lagerfeuer? Wo habe ich das denn gesammelt? Kann ich draußen hinpacken. Den langen Waldbogen, den habe ich schon, den kann ich auch zerlegen. Noch was, was ich zerlegen kann? Erstmal nicht so aus. Doch den Ring. Kann ich den Ring zerlegen? Nee, kann ich nicht zerlegen. Schade. Kriege ich ja auch echt viel Runen von, ne? So, was haben wir denn alles gesammelt hier? Was kann hier alles rein in die Kiste? Das kann da rein. Salz. Metallschrott haben wir draußen eine Kiste, Feuerstein, Wachs. Nahrungsmittel haben wir auch ein bisschen was gesammelt. Ja, für Tränke müssen wir auch mal eine extra Kiste machen, ne? Da kriegen wir auch extrem viel Grad rein. Aber so ein bisschen funktioniert mein Lagersystem schon. Das gefällt mir schon. Ich frage mich jetzt, wie läuft das jetzt ab mit den Runen? Verbesserung freischalten. Sieh sich das an, du hast ein paar Gegenstände zerlegt, jetzt kannst du Runen benutzen, um deine Waffen zu verbessern. Willst du es mal versuchen? Ja. Und wie mache ich das jetzt? Ausrüstung verbessern. Hier. Hirte des Donners kann ich verbessern. Erhöht die Chance auf Crit-Treffer. Okay. Ach so, das kann ich immer nur einmal machen. Eismagie-Schutz. Ja. Und den Bogen noch. Feuermagie-Schaden. Schön. Okay. Naja, warum nicht? Magieschilde. Ah ja, hier ist er. Magieschild. Metallplatten, Knochenmehl, Kohle. Wie viel Knochenmehl habe ich? Zwei. Das reicht nicht. Kann ich irgendwie Knochenmehl herstellen? Bis jetzt noch nicht. Wahrscheinlich beim Alchemisten dann. Naja, tun wir erstmal hier den Metallschrott rein. Und das Lagerfeuer. Tue ich mal hier hin. Ich will mal ganz kurz ausprobieren. Wie das mit dem Magierstab ist. Okay, also hat auf jeden Fall schon Bullet Drop ganz schön großen. Naja, aber er hat auf jeden Fall mehr Reichweite als der Zauberstab. So, was könnten wir jetzt noch tun? Hier drüben ist Refugium der Flamme. Aha. Hier ist noch so ein Elixierbrunnen. Hier drüben ist Krypta der Erbauer Jägerin. Krypta der Erbauer Alchemist. Vielleicht gehen wir da erstmal hin. Vielleicht holen wir uns den Alchemisten. Oder? Klingt doch cool. Alchemist klingt nach Magier, finde ich. Es hat was schon irgendwie was miteinander zu tun. Und da ich ja der krasse Magier bin.
Ah, stimmt. Wir müssen wieder durch dieses Lager hier, ne? Ja, wir können auch dran vorbeilaufen. Wir können auch dran vorbeilaufen. Ich glaube, das macht Sinn. Ich laufe hier dran vorbei. Ich habe jetzt keine Lust, die Typen zu looten. Einfach ein Riesenloch. Na gut. Gucken wir mal, wo der Alchemist ist. Da sind noch 700 Meter, oder? Ja. Ich hoffe, hier lauern keine Gegner. Also keine richtig, richtig starken Gegner. So Level 5 oder so, keine Ahnung. Bin erst Level 3. Hallo. Nicht hauen. Ich habe Joghurt im Rucksack. So, zack, sind wir wieder aus dem Miasma raus. Was gibt's hier? Verdorrtes Feld. Das ist ein Dorf anscheinend. Okay. Hier gibt es bestimmt eine Menge Loot. Das muss ich mir später mal angucken. Das Ding haben wir freigeschaltet, falls wir sterben sollten. Ja. Da drüben ist ein Gegner. Vielleicht besiege ich den mal. Allein um nur zu gucken, ob der jetzt Level 3 ist oder Wasser. Nee, er ist Level 3. Okay. Und er macht ganz schön viel Schaden. Aber ich dachte, das sind so Miasma-Gegner. Warum sind die jetzt hier auch an der Oberfläche? Also an der Oberfläche, wo kein Miasma ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich dachte, man trifft hier nur so richtige Schurken. Also diese Idioten, die in den Lagern da abhängen. Naja, das gucken wir uns später alles genauer an. Erstmal zu der Alchemistin oder zu dem Alchemisten, wie auch immer. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Sind das für Brutlingsbeine? Aha. Okay. Interessante Gegner hier. Oh, okay. Habe ich noch Bandagen? Zwei Stück, ja. Sehr schön. Wie komme ich denn nach da oben? Ey, wollt ihr mich verarschen eigentlich, oder was? Die Gegner einfach hier sind. Aber wie komme ich denn nach da oben? Also, okay. Die kommen hier immer wieder raus. Es lohnt sich nicht, hier zu stehen. Ja, ich muss auch raus aus dem Miasma. Er sagt hier schon Achtung. 1 Minute 50 noch. So, ich laufe jetzt hier lang. Das ist ja der Pfad eigentlich an diesem Lager hier vorbei. Und dann hier oben schön straight dran vorbei, um hier hinzukommen. Versuch's. Weil ich glaube, von unten komme ich nicht ran. Komme ich einfach den Berg nicht hoch. Und ist so ein krasser Stein, der leuchtet. Was hat's mit dem? Obelisk der Erbauer, okay. Die Flamme erlischt, ihre Flamme erstickt. Die Menschheit wird vergehen, wie alle Wesen. Ihr Licht wird kleiner und erlöschen, ohne von der ewigen Flamme berührt worden zu sein. Bedeutungslos und winzig im Angesicht der nahezu endlosen Einsicht, die hell leuchtet.
Sie zerfällt zu Staub, während wir zu Feuer werden. Ein endloser Zyklus der Auszerstörung und Chaos. Reisestiefel. Okay, nehme ich gerne. Rüsten wir den Bums doch gleich mal aus. Reisestiefel haben physischen Widerstand 2, Magiewiderstand 2. Meine Feststiefel sind auf jeden Fall besser. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt hier von hier aus darüber fliegen soll. Ich mach's jetzt einfach mal. Aber das da oben sieht doch schon so aus, als ob wir da hin müssen. Weißt du, was ich meine? Das ist doch hier schon... Da müssen wir doch hin. Da ist doch die drin, oder nicht? Die Alchemistin. Der Alchemist. Rupter der Bauer Alchemist, ja. Sehr gut. Haben wir gefunden. Dann hole ich die jetzt noch schnell raus. Oh, 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 oh. Gegner. Den da unten ignoriere ich mal. Ja, mal Wiederbelebungsteil. Sehr gut. Vielleicht nehme ich mal den anderen Stab. Ist Lava. Der Boden ist Lava. Wie ist da noch? Ey, langsam habe ich es aber raus mit dem Fighten in dem Game, ne? Also so langsam kriege ich es richtig raus. Noch jemand? Hallo? Ich suche die Alchemistin. Wo ist die denn? Hallo? Da ist noch jemand. Der hat mich erwischt. Alter, 6 Metallschrott. Der eine hat sich ja richtig gelohnt. Oh, hier gibt es eine Truhe. Ach, bestimmt, wenn ich die einsammle, sind die ganzen Spitzen draußen. Eiskern-Zauberstab. Wird sofort ausgerüstet. Das gibt's ja gar nicht. Eiskern-Zauberstab. Stufe 3. Stufe 4. Aber der hat halt... Mana-Regeneration, maximal Haltbarkeit, Überladen, Angriffsgeschwindigkeit. Überladung 10. Eismagie-Schutz 3. Ha. Ah. Nehmen wir trotzdem. So, wo ist jetzt diese Alchemistin hier? Wahrscheinlich müssen wir hier hoch. Und dann da hoch. Also das ist sehr undurchsichtig hier. Da war das erste mit dem Schmied schon besser. Muss ich gestehen. Easy peasy. Wir werden immer einfacher. Balthasar, der Alchemist. Ah, ja. Okay. Ich würde auch sagen, jetzt ich porte mich zurück nach Hause. Wir werden den Ort hier später nochmal richtig genau looten und erkunden und sowas alles. Wenn da wieder neue Gegner drin sind, die Metallschrott dabei haben. Top, 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 top. Sehr, sehr gut.
Und den Alchemisten, den stellen wir auch beim nächsten Mal erst auf. Ich glaube, den stelle ich runter in den Keller. Das ist ganz gut für ihn. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Enshrouded hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Ein Like wäre nicht schlecht und ein Kommentar unter das Video vielleicht. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.